Was ist die Bedeutung hinter Träumen, in denen man Allah oder die Engel zu einem sprechen hört? Ist dies möglich? Was ist die Bedeutung von Träumen, wo man Allah oder die Engel, die mit einem sprechen, sagen, solche Träume sieht? Ist das möglich? Wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala reden, so ist die richtige Ansicht der Gelehrten, dass man weder Allah sehen kann, auch nicht in Träumen, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, Laysa ka mithlihi shay. Nichts und niemand ist wie Allah. Was du siehst, ist nur Geschöpf. Und du kannst niemals etwas anderes gesehen haben als Geschöpf, weil du auch nichts anderes kennst außer Geschöpf. Und daher ist das nichts von Allah subhanahu wa ta'ala, was man sieht. Aber die Träume, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, sind dreierlei Art. Ein Traum ist von Allah subhanahu wa ta'ala, ein Traum ist von Shaytan und ein Traum ist vom eigenen Nafs. Die Träume von Allah azawajal beschreiben die Gelehrten, wie zum Beispiel Barawi und andere, rahmatullah alayhim, sie sagen, das ist ein Traum, wo man sehr fröhlich, glücklich aufsteht. Man kann den Traum zurückverfolgen, ihn jederzeit erzählen. Und man hat so ein beruhigendes Gefühl. Das könnte zum Beispiel ein Traum von Allah subhanahu wa ta'ala sein, dass man zum Beispiel eine frohe Botschaft bekommt oder sonstiges. Na, die Träume von Shaytan, einer träumt zum Beispiel, dass er Zina gemacht hat. Das ist vom Shaytan. Oder einer träumt, dass sein Kopf abgefallen ist. Das ist vom Shaytan. Und die Träume vom Nafs ist, wenn man die ganze Zeit an seine Zukunft denkt. Ja? Wenn man möchte eine heiraten, die heißt zum Beispiel Leila. Okay, dann die ganze Zeit Leila, 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 Leila. Und dann abends träumt er von Jasmin, beispielsweise.